Willkommen zurück zu Gothic der definitiven Edition. In der letzten Ausgabe habe ich den Fokus in der Bergfestung gefunden. Das war dann auch der letzte. Der gute Lester hat jetzt da seine Möglichkeit, Bücher zu lesen. Der wollte auch erstmal da in der Immobilie bleiben. Der hat die Besitzurkunde. Der Bullet hat gebrannt wie eine Wunderkerze. Die Rechnung ist beglichen. Darauf folgte die Todesstrafe. In der ersten Ausgabe gab es ja eine nette Begrüßung von ihm. Das hier ist die Konvoiwache. Wir sind überfallen worden. Das war, glaube ich, weil ich die Liste noch Laris gegeben habe, die Bedarfsliste. Und ich muss jetzt doch nochmal ins alte Lager zurück, das war eigentlich nicht geplant. Hallo. Hallo. Ich habe hier nämlich was vergessen. Und zwar, ich kann von Koristo noch 5 Mana kriegen. Hallo. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich damit nichts zu tun. Da ruckelt das Spiel. Da ist der gute Torus. Am selbst ist er noch nicht drauf gekommen. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ich glaube kaum, dass ich da was. Ich handle stets. Magie zu Ehren. Genau, Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Gucken, hat er Scharen? Nee. Hat er nicht. Möge Innos. Ja, Innos wird mich beschützen. Magie zu Ehren. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Ah, jetzt habe ich 50 Mana. Siehst du, du bist schon besser geworden. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen. Ja, jetzt ist das schon richtig teuer. Und sein Maximum ist auch erreicht. Er kann nicht weiter Mana leeren. Magie zu Ehren. Unterrichte mich. Sehr gerne. Nun, da du den ersten Kreis der Magie beherrschst, sollte es nicht allzu schwer sein. So, der ist jetzt fertig. Mich. Sehr gerne. Nun, da du den ersten Kreis der Magie beherrschst, sollte es nicht allzu schwer sein. Ja, der hat jetzt vielleicht nichts später. Mehr. Möge in. Ja, 14 Lernpunkte. Gut. Jetzt kann ich die wieder anziehen. 60 Mana, das sieht gut aus. Das, was ihr mir nicht. Das, was ihr mir nicht nochmal. Ich wollte schon sagen, da fehlt doch einer. Ich erzähl dir doch nichts. Hallo! Sei gegrüßt. Hallo Gravo. Hallo. Es kommt
Hallo! So, hallo liebe Leute. Das ist wirklich nicht mein Problem. Für Gomez. So, ich hatte das Spiel nochmal neu gestartet. Ich habe hier nur den besten Stoff. Es gab wieder den Handelsfehler. So, der kriegt jetzt hier den ganzen alten Ramsch. Hammer. Schnitzmesser brauche ich auch nicht. Das war keine tolle Investition. Das hier. Dann liegt das hier nicht mehr so rum. Becher und Teller und Krall. Das hier, das nicht. So ein Pokal. Ich hätte das nicht gehört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und Bier. Glaubst du wirklich? Alles sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Mich brauchst du das nicht. Lass uns mal abwarten, was du rausgesucht hast. Das hätte ich dir vorher sagen können, dass keiner das. Kriegt er noch einen Pilz? Genau, das habe ich noch einige Probleme erledigt, was ich von dir selbst. Ich kann das ganz gerne meinen. Und lass uns lieber das ganz anders reden. Möglich ist doch jetzt. Will ich beim Diego noch ein bisschen was abholen. Ja, und das dürfte dann noch das letzte Mal gewesen sein, dass dieses Lager so friedlich ist und freundlich zu mir. Hier sind sehr viele Dinge passiert. Es ist im Prinzip ein angenehmer Ort. Hallo. Hallo Torus. Ja, der Ausblick ist auch nicht verkehrt. Hallo Freund! Kannst du eh nichts. Ihr Quatsch. Für Gomez. Wird sich das jemals ändern? Ich habe Gorm getroffen. Wirklich? Das ist doch alles nur wo? An der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr für euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Ich mag mich aber gar nicht. Ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Quasi als Fünfter im Bunde. Wir kennen dich zwar bereits etwas, aber du musst erst noch unser volles Vertrauen erlangen. Als Fünfter im Bunde, nicht als fünftes Rad am Wagen. War nicht besonders scharf. Mach's gut. Naja, gut, also es kann schon sein. Gut. Das war doch schon vorher klar. Erstmal nochmal. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Solange ich dann in nichts. Hallo! Hallo. Dann geht's jetzt erst noch mal kurz zu Quentin. Da lag nämlich noch ein Grabmoos.
Oh, gut. Dann nicht. Hier irgendwie hoch. Ja. So, mal gucken, dass ich hier nicht runterflatter. Da ist ein gutes Grabmoos. Hier außen rum. Ich habe keine Lösung gefunden, wie man da an die Kisten oder die eine Kiste da in der Höhle rankommt. Da gibt es anscheinend eventuell noch nicht mal einen Schlüssel für. Nämlich im Spiel ein Programmierfehler bei einer der Kisten im neuen Lager. Und zwar, da wurde die Kombination links, rechts, links, also LRL, eingegeben, aber die Truhe selber wurde so definiert, dass sie einen Schlüssel bekommt. Das heißt, man konnte sie nicht mit Dietrichen öffnen, sondern man braucht einen Schlüssel dafür, der den Namen LRL trägt. Das gibt es aber nicht. In der Kiste selber ist aber dann nur der 0815 Quatsch drin. Und definitiv noch nicht mal irgendein Questgegenstand. Hey Mann! Und auch nicht irgendwas Brauchbares oder Interessantes. Alles klar bei dir? Ja. Die Schimmler haben jetzt auch nichts Interessantes mehr. Also in seiner Haut? Kann man vielleicht noch was braten? Hallo? Nee. Das müsste ich nämlich auch nochmal machen. Alles klar bei dir? Es kommt. So, ich hatte in der Nacht einen schlimmen Traum. Und zwar einer der Buddler würde etwas unvorsichtig arbeiten. Schon gut. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Und ja, irgend so eine Wasserader anbrechen. Scheiße, ich muss nichts wie weg. Dann würde das Ganze hier einstürzen. So. Wahrscheinlich wurde er irgendwie getrieben. Ich werde aber jetzt nicht alle hier erledigen, um die Erfahrungspunkte noch zu holen. Nur die ersten hier. Nur weil der Glenn noch Dietrich hatte. Die sind alle des Todes. Mal gucken, wie lange der Skelettkrieger das noch aushält. Oh, nicht mehr lang. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Hey, ich will den Butler noch ernten. Geht nicht. Jetzt. So wichtig habe ich jetzt. Also, so wichtig sind jetzt die Erfahrungspunkte auch nicht.
bin eigentlich nur wegen den Dietrichen hier. Hey Mann! Oh, ich brauche noch, ja, 4800. Oder? Nee. Doch. Ja. Alles klar bei dir? Oh, kann ich mich jetzt zu den Wassermagern teleportieren? Spare ich ein bisschen Zeit. Hatte ich da mal. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich will nämlich gleich auch die freie Mine auseinandernehmen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Wir werden ja von einer Überraschung heimgesucht. So. Magie zu Ehren. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der 2. Fokusstein, den du uns bringst. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen 2 Fokussteine. Ich habe in der Klosterruine einen Fokus gefunden. Gorm, der Söldner, war dort und hat mich bei der Suche unterstützt. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine. Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. So. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Geh zur Seite. Ein paar Sachen habe ich aber vorher noch zu erledigen. Hey du. Saturas sagt, du hättest eine Belohnung für mich. Ah, komm näher, komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Wir alle hier im Lager, ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet. Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Ah, da gab's jetzt einige Getränke. Grüner Novize. Das ist auch nichts Interessantes. So, gucken. Was war dabei? Extrakt des Lebens, maximale Gesundheit. Ja, das ist gut. Kann man direkt nehmen. Magie zu Ehren. Die anderen. Bei dem Mana könnte man so langsam mal anfangen, sich zu überlegen, ob das irgendwie toll wäre, die schon zu trinken. Alle sind gerannt wie die Hasen.
Weil 15 Lernpunkte für 5 Mana auszugeben, ist schon einen gewissen Punkt, wo man sich ja das zweimal überlegt. Das wird sich nie ändern. Warum störst du den Hüter des Erzes? Ja, geh weg. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ich werde mich dann gleich jeder sagen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Und glaub ja nicht, dass das hoffentlich hat er Charme. Das wird sich nie ändern. Nein. Hat er nicht. Kann schon sein. Nein. Hat er nicht. Im Sumpflager haben das. Da noch irgendwas braten? Nee, ne. Nicht. Ja. Das ist dann das Lager der freien Mine. Sind jetzt auch gerippt. Denn die Avatare Belias sind jetzt unterwegs. Was? Verdammtes Drecksvieh! Also schade um die Butler, die haben nichts gemacht. Hab die Skelette nicht unter Kontrolle. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Das nicht bemerken, dass ich jetzt hier die Skelette beschwöre. Wir werden aussterben, wenn sie mir ständig über den nächsten schießen. Nicht weg, nicht weg. Thank you.
keine Zaubereien in meiner Nähe. Lästige Viecher! Die waren jetzt nicht so hochprofessionell. Dann nehmen wir mal hier die. Oh. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Die werden aussterben, wenn sie über den Weg laufen. Ich gehe Hilfe holen. Arme Schweini. Mensch, die sind ja gar nicht brauchbar irgendwie. Die machen ja gar nicht, was sie sollen. Wow, die rennen ja in alles rein. Guck mal hinter dir, Junge. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Ja, aber... Was war denn mit dem? Ja. Mach's gut. Mach's besser. Hätte ich noch versuchen können, das Erzfeuer zu stehlen, aber... Ist auch ein bisschen schade, dass ein Skelett nur einen Söldner erledigt. Und dann irgendwo festhängt oder was auch immer. Fest, das Skelett. Ist doch scheiße, ist das doch. Hm. Auch noch ein Schürfer. Der schürft nicht mehr. Oh, komm, Junge. So, komm, hier ist Krawall. Wir sind ganz böse Buben. Was scharwinzelst du hier rum? Ich sag dir eins. Finger weg von der Tür. Ich geh dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Geh weg. Heute Abend gibt es lästige Viecher. Wow. Ein Mist viel weniger. Okay, die haben ihre Arbeit gut gemacht. Und ich rede nicht vom Skelett. Okay. Zehn Mana. Guck ich mal innen.
Wir sind nämlich auch alle des Todes. Aber hier werde ich sehr viele von leben lassen. Das ist der gute Whis. Der hat noch einige Sachen. Ich habe nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Verdammt, was für ein Vieh. Nichts wie weg. Whis ist auch abgehauen. Ah, diese Skelette sind dumm. Sind dumm sondergleichen. Irgendwas zu Kamellen? Nee. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Ziel erreicht. Ein Mistvieh weniger. Ja, der hat noch alles. Heilige Scheiße, hat er viel. Okay. Ja. Sag ich dem alten Mann nochmal Tschüss. Da lächelt er sogar. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Eine Spitzhacke und Schweiß. Das brauchst du hier drin. Du kommst hier rein und du gehst auch wieder. Aber wenn du längst weg bist, werde ich hier immer noch das Erz aus dem Berg schlagen. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Leben. Okay. Ich muss weiter. Das war's dann. Das war einer der netten Leute hier. Was haben wir hier noch? 3000 paar zerquetschte. Hau mir hier die zwei noch weg.
Hier hinten sind noch zwei. Bandit. Keine Zaubereien in meiner Nähe! Lästige Viecher! Was für ein Vieh! Nichts wie weg! Oh Gott, das war ja aus China. Oh nein. Ein Mist viel weniger. Na gut. Trinke ich trotzdem mal hier so einen Trank. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Ja, komm, Junge, mach. Oh nein, das Skelett ist komplett im Arsch. Sie werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Viel weniger. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Doch. Jetzt rennt er da hinten hin. Der Skelettkrieger. Ja, gut. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Die werden aussterben, wenn sie mir ständig über den Weg laufen. Der hat schon keinen Bock mehr. Oh Gott. Oh, heilige Scheiße.
keine Zaubereien. Das war jetzt nicht so toll. Müsste aber eigentlich gehen. Habe ich den Salat. Oh Mann. Die bessere Axt nicht hatte. Oh, jetzt steht er da. Im Ernst? Das wird dir noch sehr leid tun. Räume stehen einfach nur aus. Nein, nicht die Leiter. So. Das hättest du besser nicht getan. Die Jungs lasse ich in Ruhe. Gornios. Hi. Ich will stärker werden. Ja. Kilian. Was hat der Geistreiches zu sagen? Irgendeine nihilistische Botschaft? Wir müssen alle arbeiten. Wochenlang. Ohne Tageslicht. Es gibt kein Entkommen. Die einzige Freiheit ist der Tod.
Dann habe ich gute Nachrichten für dich, du bist bald frei. Komm, es hat nämlich einen Anschlag geplant. Keine Zaubereien in lästige Viecher! Lästige Viecher! Diese Viecher sind so dumm. Trifft das nicht das Geländer? Oh meine Güte! Was war das denn? Ach komm. Also das war wirklich doof. Das hättest du besser nicht getan. Auch nix. Hat noch ein bisschen. So. Ach, schon über 10.000 Erz. Als ob ich das nochmal ausgebe. So, das dürfte einfach eigentlich reichen. Dann kann man Gommes-Leuten noch ein bisschen was übrig lassen.
Valoro ist nach oben. Keine Zaubereien in meiner Nähe. Lästige Viecher. Scheiße. Ich zieh weg. Oh, weg mit dem Müll. Die werden aussterben. Geh Hilfe holen. Nicht über den Weg laufen. Wow, ist mal wieder kaputt. Scheiße. Wollte ich eigentlich nicht. Für die paar Schimmler jetzt noch einen extra Trank, aber egal. Na gut. Das ist jetzt nicht so interessant. Die paar Punkte. Geh Hilfe holen. So, dann war es das auch schon für heute. Im nächsten Teil startet dann das vierte Kapitel. Noch ernten. Okay. Macht's gut.